Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Familie Fox auf der Pferderanch, die übrigens nur provisorisch ist. Ich habe vor, da eine viel, viel bessere zu bauen. Darum ist ja übrigens auch alles etwas, ja, durcheinander und nicht allzu hübsch. Also schaut da nicht so genau hin. Das Haus selber ist hübsch, aber halt der Garten, der, da habe ich nur das Nötigste platziert. So, und ich will jetzt heute versuchen, dass die Noir nochmal versucht, mit dem Castiel ein Fohlen zu zeugen. Weil die Fohlen, die man selber züchtet, die sollen ein besonderes Merkmal besitzen und das hätte ich natürlich gerne. Freundlich, wo kann ich denn das machen? Hier, ermutigen sich zu paaren mit Castiel. Hoffentlich geht das. Ich probier's dann mal. Letztes Mal mussten wir dann eine Weile warten, bis wir es wieder versuchen konnten. Valencia macht erstmal die Noir noch sauber. Jo, die gleiche Animation wie beim Lama. Aber die Zunge, die ist niedlich, die da rauskommt. Die Lamas machen das ja, glaube ich, nicht mit der Zunge. Jo. Oh, du bist müde. Na, Hübsche. Willst du es nochmal versuchen? Mit dem lieben Castiel. Hast du ihr jetzt gesagt? Umarmen? Umarmen, ja. Es funktioniert! Oh, wie niedlich. Ist genauso wie bei den Hunden und Katzen, dachte ich mir schon. Ich glaube, ein bisschen anders, aber niedlich gemacht. Ich finde das schön. Oh, Lucien hat Investitionen bekommen. Also er hat Erträge von Investitionen bekommen, besser gesagt. Schön. Und die Deputy sollte hier noch... Nein, du gehst jetzt nicht das machen. Du sollst hier doch die Sachen noch pflanzen, die du nicht gepflanzt hast. Debbie... Ich habe dir doch extra die ganzen Sachen hier gegeben. Würdest du das bitte pflanzen? Das wäre sehr nett. Oder wieso hat das vorhin hier bei dir nicht funktioniert? Und Valencia Noir sind beste Freunde geworden. Schön. Schön, schön. Hoffentlich ist die Noir schwanger. Ich kann da auch nicht nachschauen, leider. Man sieht es dann am Bäuchlein. Nani, wieso hast du hier Müll platziert? Das kannst du doch nicht bringen. Geh mal bitte Eier sammeln und hier Futter verstreuen, Valencia. Oh, der Castiel. Wir könnten ja dann nochmal an den Fässern üben, wobei ich heute auch gerne das Ranch-Treffen machen würde. Ich bin gespannt, was man da alles machen muss. Okay. Wer ist nicht beschäftigt? Nalani ist krank. Nalani! Wie wär's, wenn du denn ins Bett gehen würdest, wenn du krank bist, oder? Wieso liegt hier Müll? Schieben wir alle Valencia rein, so. So, die kleinen Kinder, ich habe gecheatet, die sind jetzt alle bei bester Laune. Ich wollte nicht, dass sie uns wieder so viel Zeit rauben heute. Es tut mir leid, Kinderlein, sie werden vernachlässigt. Aber dass es sie wenigstens nicht ganz so traurig immer sind, sie taten mir da schon leid. So, wenn jetzt schon mal die Fohlenzeugung geklappt hat, können wir hier ein schönes Event starten. Und das Sozial war das, oder? Ereignisplan. Ja, Nalani, geh ins Bett. Du hast dich bei Debbie angesteckt. Debbie kommt ständig krank nach Hause. Das war schon so, als sie studiert hat. Mittlerweile kann man ja sagen, es liegt daran, dass sie Ärztin ist und halt mit dem kranken Patienten zu tun hat. Jetzt hat sie eine Ausrede. Aber nein, das ist natürlich nicht davon. So, dann musst du noch Melonen pflanzen. Schau mal, Debbie. Du bist ja nicht entlassen, meine Liebe. Du musst gar nicht wegrennen. Lucien, würdest du bitte das machen? Oh, mit Enya plaudern, macht das, Valencia. Ja, der Opa Lucien, der kümmert sich hier. So, eine Saftparty. Ach ja, das ist von College, von Uni-Sachen. Ranch-Tiertag. Also, wir schauen uns mal die zwei Sachen an. Es gibt den Ranch-Tiertag oder den Ranch-Tag. Und ich glaube, es sind zwar keine Party mehr dabei von diesem Pack, oder? Nö, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Okay, wir schauen uns mal an, welches von denen wir heute machen. Ich würde gerne beide machen. Eins heute und eins vielleicht beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. So, Herausforderungsbelohnungen. Die Gäste sind bereit, Simoleons an die Ranch zu spenden. Wie viel? Nun ja, das hängt davon ab, wie erfolgreich das Ereignis ist. Pferde, Zwergschafe und Zwergziegen. Oh wow. Sich um die Tiere zu kümmern und mit ihnen zu spielen, mag für einige ganz normaler Arbeitsalltag sein. Für Freunde und Mitglieder der Gemeinschaft kann dies jedoch ein lustiger und flauschiger Zeitvertreib sein.
Trefft euch und feiert die Bereicherung, die diese Ranch-Tiere für die Welt darstellen. Okay, also da geht es nur darum, dass man halt einen Plausch abhält mit den benachbarten Ranches und Menschen und die eventuell Geld spenden, so wie es ausschaut. Und der Ranch-Tag? Ah, hier anscheinend genauso. Aber hier geht es um Fokustiere und beim Ranch-Tag. Die Gäste sind bereit, Simoleons an die Ranch zu spenden. Wie viel? Nun ja, das hängt davon ab, wie erfolgreich das Ereignis ist. Sag Howdy zu Freunden und Verwandten bei einem Treffen auf der Ranch. Es wird Ranch-Musik, Cowboy-Tänze, Grillspeisen, Nektar und alle nachbarschaftlichen Aktionen geben, die ein Sim sich wünschen kann. Erlebe einen unvergesslichen Tag auf der Ranch. Okay, also da würde ich gerne noch die Tanzfläche platzieren und Nektar herstellen. Das bedeutet, wir können heute den Ranch-Tier-Tag machen. Genau. Dann müssen wir nächstes Mal uns um die Nektarherstellung noch kümmern. Okay, der Ranch-Tier-Tag, dann will ich das mal probieren. Ich hoffe, das geht. Gastgeber, oh, machen wir den Lucien, komm. Gast. Lucien, kennst du eigentlich viele Leute? Warum habe ich hier eigentlich die Agatha und die Agnes Knautschgesicht oft doppelt drin in meinen Spielständen? Das würde mich mal interessieren. Sind das alle Leute, die du kennst, Lucien? Kennen wir hier keine Ranch-Menschen? Nein, wir sind uns nicht vorstellen gegangen. Ja, ist nicht so tragisch. Wir laden einfach irgendwelche Leute ein. So, mal die, mit denen du redest. Ja, unsere Familie natürlich. Die Debbie ist ja nicht. Debbie ist sowieso dabei. Müssen wir eigentlich nicht einladen. Jake ist nicht da. Der rennt ja in meinem Spielstand nackig herum, weil der ja eigentlich nicht mehr hier ist. Aber ich wollte ihn nicht löschen wegen dem Stammbaum. Ja, der Kiang, der hat komische Sachen an. Wie, haben eure Sims manchmal auch plötzlich komische Sachen an, wenn ihr gerade nicht mit ihnen spielt? Laila und Lu, die Halia ist ja nicht mehr da. Oh, so viele Leute kennst du ja dann doch nicht, Lucien. Warte, Lucien, dann müssen wir uns wohl Leuten vorstellen gehen. Wer kennt viele Leute? Quinoa, kennst du viele Leute? Zeig mal deine Bekanntschaften. Irgendwie gehen meine Sims zu wenig unter Menschen, habe ich das Gefühl. Ja, der Quinoa kennt einige. Knorr, dann machst du das jetzt einfach. Komm. Zacki, zacki. Ereignisplan. Wir machen einen Ranch-Tier-Tag. Und nächstes Mal einen Ranch-Tag. Knorr sieht schon gut aus in den neuen Sachen, finde ich. Ihm steht das irgendwie, so ein Ranch zu sein. Der ganzen Familie eigentlich. So. Ja, das machen wir. Gastgeber ist dann demnach der Knorr. Gäste. Dann nehmen wir hier ein paar Leute rein. Unseren Tierpfleger kann man auch einladen? Nee, wir haben so viele Sims. Brauchen wir nicht. Ja, wir nehmen hier unsere Residenz, wenn man sie so nennen kann. So. Ich habe nur vergessen einzukaufen an Lebensmittel. Hat hier irgendjemand ein paar Früchte oder so im Inventar? Ja, der Canoa hat einiges da. Dann machst du hier schönes Grillessen. Nur Kochbananen, gegrillte Früchte, Pandejump. Kommt da jetzt nur ein Gericht raus? Nein, warte, ich klicke falsche Sachen an. Pizzastick. Ofenkartoffel. Na komm, machst du hier einmal Ofenkartoffel und danach machst du hier Pandö Gambo. So, wie auch immer man das ausspricht. Tut mir leid, falls es falsch war. So, lieber Knorr, das wäre schön, wenn du das machen würdest. Debbie, du machst brav deine Sachen, das ist wunderbar. Und du bist mit der Annie am Plaudern. Oh, meine Schnuckelsjung. Enya, du bist noch im Schlafanzug. Ich habe ihr die neue Frisur übrigens gegeben. Passt jetzt zwar nicht so gut zu ihr, finde ich, aber ich wollte halt mal was Neues auch zeigen. Deswegen. So, Gäste glücklich machen. Wie sind die Gäste denn jetzt glücklich geworden? Ist Schein glücklich wahrscheinlich? Hat er die Emotion einfach bekommen, hä? Kennst du den Schein schon? Ja. Kannst du ihm hier auf Gäste Ranch Tiere füttern lassen? Wie geht das denn? Geh erstmal für Kommen danken, Valencia, dem Cheyenne. Der ist der Erste, der angekommen ist. Wie kann man die füttern lassen? Hier liegt wieder Müll rum. Ah, das nervt die Hund, die Pferdehäuferin auflesen. Und dann legen sie sie wieder hin und dann liegt hier Müll rum. Die bringen sie aber irgendwie nicht richtig zum Müll. Das ist doof. Ja, wirf das bitte mal weg hier. Vor allem machen sie das immer automatisch, sodass ich gar nicht anklicken kann, dass ich das Häufchen für Dünger sammeln will. Das ist noch etwas verbuggt. Der Lu. Freundlich vorstellen. Du kennst Lu noch nicht. Wie kann man jetzt die Gäste das füttern lassen? Steht hier was? Gäste werden automatisch versuchen, Tiere zu füttern, wenn sich Zwergziegen, Zwergschafe und Pferde auf dem Grundstück befinden. Ah. Also müssen wir einfach drauf hoffen. Das ist etwas doof.
Den kannst du dich auch vorstellen. Dann kriegst du hier auch etwas Manieren, Valencia. Der Duan, kennst du den Duan schon? Der ist toll. Der ist der neue Freund. Ja, den kennst du. Der ist auch mehr Jungma. Mit dem kannst du dich anfreunden. Dann kannst du ihn zum, zum Austauschen. Ja. Die Ponys hier, denen geht's gut. Oh, fall nicht hin, mein Lieber. Ja, Laila. Willst du nicht die Ziege füttern? Schau mal, sie schaut dich schon so an. Oh, schau mal, wie die Ziege schaut. Manchmal schreien die Ziegen so komisch. Ich kenne das gar nicht. Ich hatte auch mal Ziegen. Die haben nie so komisch geschrien, wie die das hier mit dem Spiel machen. Ihr müsst mal drauf achten. Vielleicht hören wir es ja mal. Es ist ganz lustig. Okay, Kontakte knüpfen. Ja, die kleine Valencia ist nicht so klein. Valencia ist unterwegs. Oh, und der Erwin macht unseren Garten. Hat Spaß, Debbie. Ja, Pech gehabt. Komm her, du musst jetzt heute auch ein bisschen helfen. Ja, rede mal mit dem Erwin ein bisschen. Der macht hier immer unseren Garten. Du musst doch nicht unseren Garten machen. Du gehörst zur Familie. Glücklich machen. Okay, sind noch mehr Gäste. Ach, hat jemand ein Tierchen gefüttert? Die Werwolle vielleicht? Die ist dann mit den Hühnchen im Kontakt. Also dient der Tag dazu, dass die... Ah, hier der Duan macht's. Oh, das dient also dazu, dass die Familie, Freunde, andere Menschen, die wir kennen, das Leben auf der Ranch sozusagen ein bisschen kennenlernen. Yukiko, schimpf doch nicht mit der Belle. Hallo? Das geht gar nicht. Gäste mit Ranch-Tieren Kontakt aufnehmen lassen. Ja, das machen sie selber. Mit einem Zwergtier spielen. Knoa, warum bist du in der Badewanne? Ah, okay. Du darfst. Der Lushin hat sich hingelegt. Komm, steh auf. Ruf mal vielleicht zum Essen. Wir sollen hier essen. Na, die kleine Moana. Brabbel mal die Ziege an. Wir haben noch gar nicht gesehen, was die Kleinkinder mit den Ziegen so machen können. Oder mit den Schafen oder überhaupt mit den Tieren. No, ich glaube, wo... Du kannst sie streicheln. Nalani hat eine gefährliche Krankheit. Sie muss sofort zum Arzt, sonst stirbt sie nämlich. Nalani, meine Liebe, du gehst jetzt zum Arzt. Ja, ist halt blöd. Ist ein blöder Zeitpunkt gerade, aber das ist wichtiger. Oh, Beverly füttert eine Ziege. Zum Arzt gehen. Die Nalani soll zum Arzt. So. Meh. Umarm die Ziege mal, Moana. Magst du sie mal umarmen? Wir wollen sehen, wie niedlich das ausschaut. Na komm, worauf wartest du, meine Kleine? Während er krank zu Hause war. Hey, Knoa, war Knoa überhaupt krank? Na stimmt, könnte sein, dass er. Die Moana, die will hier nicht so richtig. Dann kannst du mal mit der Noa brabbeln. Na? Willst du sie nicht knuddeln, die kleine süße Ziege? Mit den schönen blauen Augen? Hab noch nie blaue Augen bei einer Ziege gesehen. Erwartet Fohlen! Oh, schön, Noah! Herzlichen Glückwunsch! Noah erwartet Nachwuchs. Bald werden kleine Hufe rund ums Haus trappeln. Oh, sie freut sich. Ausgezeichnet geht's ja gerade. Ja, man sieht schon ein bisschen im Bäuchelein. Schön. Nalani hat auch investiert, wie es ausschaut. Na gut, dann sprich mal mit Tante Laila. Ein Kuss hauchen. Ja, ja, die kennst du ja gut. Mit gestern scherzen. Mit wem können wir hier scherzen? Der Riley, den können wir auch. Kompliment machen. Nee, über Hitze beschweren kannst du dich. Lustig, Witze. Klopf-Klopf-Witz. Komm, danken kannst du machen. Witze über Affen erzählen. Oh, die Beverly versteht sich nicht so gut mit den Hühnern. Aber das ist schön, dass die so Interesse an den Tieren alle haben. Auch wenn es nicht überall gut läuft. Der Lu wurde gerade etwas angepflampt von dem Hühnchen da. Die Moana und die Ziege sind verbuggt. So, ich habe sie mal zurückgesetzt. So, du kannst mit deiner Tante Zeit verbringen. Hallo Valencia. Was war das, Valencia? Und hier die Mama. No, die wollen die nicht mit dir reden, Valencia. Wir stehen hier alle rum und warten irgendwie auf bessere Zeiten, oder wie? Was macht ihr drei hier? Nichts. Naja. Oh, der Duan.
Na komm, wir wollen noch scherzen. Der Riley ist, glaube ich, unsichtbar. Oder wie unterhältst du dich mit ihm, Valencia? Der ist hier unten. Ja, man sieht, das backt irgendwie rum. Hier stehen zwei Sims ineinander. Die meisten stehen rum und machen nichts. Ja, das gefällt mir gerade gar nicht, dass das noch so verbuggt ist. Ich habe gedacht, diesmal ist es besser. Ich wollte die schon loben, die Entwickler, aber nein. Ja, aber die Pferde haben sich schön gemacht, das ist so. Nur die Bugs hätten nicht sein müssen. So, und Nalani kriegt eine Operation, habe ich gerade gesehen. Lucien hat es bald hinter sich, macht das Beste aus den letzten Tagen. Nein, du darfst nicht sterben, Lucien. Oh nein, gib die Wolle lieber rüber, nicht, dass du stirbst hier. Na komm, Lucien, dann kommst du auch mal noch unter Leute. Wem bist du denn hier gut befreundet? Hier, der Lu. Gib ihm einen Schlüssel. Ja, der Lucien soll auch noch ein bisschen unter Leute. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass er noch dich sehen kann. Und hier mit Duan kannst du reden. Das ist schließlich der Freund von deiner Tochter. Lu hat irgendwie Angst. Der ist gerade so komisch rumgerannt. Oder Erwin hat die Tiere zum Fressen gerufen. Irgendwie hat er gerade die Animation gemacht. Das ist eine coole Begrüßung, Lucien. Mit Zwergtier spielen. Debbie, komm her. Kontakte knüpfen, spielen. Oh, ihr beiden, ihr seid so niedlich. Was erzählst du ihr denn da wieder? Oh, verängstigt. Wahrscheinlich wegen den Hühnchen, weil ihr mit denen gespielt habt und die ein bisschen aggressiv manchmal sind, oder? Na, Lucien, wie geht's hier mit denen? Ja, da stehen halt die meisten rum. Aber abgesehen davon ist es eine nette Idee, oder? Ja, die beiden verbringen hier ein bisschen Männerzeit, ha? Huh? Ist schließlich der Mann von deiner ehemaligen besten Freundin. Keine Sorge, die prügeln sich nicht. Ich habe gesagt, kämpfen üben. Ich wollte noch mal sowas mit Lucien ziehen. Oh, du hast verloren. Na gut, der Lu, der ist auch extrem fit. Da kann man ihm nicht verdenken, oder? Oh, Cheyenne hat das Hühnchen gern. Habt ihr mit Zwergtier gespielt? Nein. Ich habe das Zieglein zurückgesetzt. Oh, er macht Guck-Guck. Spielen. Nein, Valencia. Ist ja noch irgendwo... Oh, hier schon mal den Häufchen im Inventar platzieren, bevor es jemand anderes holt. Oh, hier füttert jemand. Oh, dann kriegen wir das wenigstens gleich. Dann haben wir vielleicht Gold. Nein. Wieso? Der hat doch gefüttert. Wieso zählt das nicht? Oh, ja, Yokiko, das geschieht dir recht, wenn du hier so gemein zu den Tieren bist. Ja, Nalani geht's wieder besser. Sie sollte sich noch ein bisschen... Nein, wir gehen nicht auf den Abschlussball. Midlife-Kreis ist Debbie. Alle kriegen eine irgendwie. Nein, warte, das ist dein Bett. Du gehst wieder ins Bett, Nalani, dass du dich erholst. Was macht ihr da, Lucien? Echt jetzt? Lucien? Hast du auch eine Midlife-Crisis hier auf deine letzten 3 Tage oder so? Die arme Nalani. Das habe ich ihnen aber nicht gesagt. Die sind gerade ganz von selber auf so eine komische Idee gekommen. Das hätte ich mir Lucien nicht so getraut. Ja, ist schön, dass ihr euch so gut versteht, aber es wäre was anderes, wenn Lucien auch nicht verheiratet wäre, oder? Ach, Nalani. Sie hat es nicht gehört. Eigentlich in so einem Haus hört man alles. Ja, wir sind froh, dass es in Sims nicht so ist. Lucien, was hast du gemacht? Unzufrieden. Ist er auch noch. Toll. Das kannst du doch nicht bringen. Naja, okay. Oh, du bist am Sticken, Valencia. Irgendwie haben alle Sticken für sich entdeckt. Ich habe denen gar keinen Stickkorb gegeben. Die holen das, glaube ich, aus dem Korb und gehen dann hier so sticken. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Warte, wer hat gerade nichts zu tun? Ist jemand draußen? Ja, Debbie. Kannst du das füttern, Debbie? Vielleicht kriegen wir das dann noch voll. Wie die alle Angst haben. Leute, schreit doch nicht so rum. Kriegen wir jetzt das füttern? Gästen Zwergtier-Tricks vorführen? Was für Tricks? Debbie, wenn du wüsstest, was dein Papa und dein Schwiegervater gemacht haben. Sei froh, dass du es nicht weißt.
Ja, aber es ist kein Gold geworden. Was für Tricks kann man den vorführen? Kann man den Tricks beibringen? Hier ist nichts drin. Aufgaben? Nur Gartenarbeit können die doch machen. Also hier gibt es keine Funktion, das zu machen. Sorge dafür, dass sich ein Sim des Haushalts mit seiner Zwergziege oder einem Zwergschaf anfreundet. Wenn sich Gäste in der Nähe befinden, interagiere mit Zwergziegen, indem du bitten zu meckern oder bitten sich totzustellen wählst. Ach so, wir haben einfach nicht genug Freundschaft. Oder mit Zwergschafen, indem du bitten zu rollen oder bitten Klaue zu geben in der Kuchenmenü-Kategorie sozial wählst. Hä? Kuchenmenü-Kategorie? Ach so, dieses Menü, was hier aufgeht. Ist das ein Kuchenmenü? Ja, wir haben leider nicht genug Freundschaft. Ist aber nicht schlimm. Will noch jemand ein Tierchen streicheln? Ich hätte doch unsere Sims zu Gästen hinzufügen sollen. Oh, das Ding ist ja ganz dreckig. Tu es erstmal streicheln. Kriegen wir es noch, Debbie? Oh, Yukiko wollte streicheln. Schade. Wir haben nur Silber. Es war schön zu sehen. Wie viel Geld haben wir bekommen? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich musste mal schauen, wenn ich das Video schneide. Es war schön zu sehen, wie die Sims und Tiere. Ja, Sims vor allem. Haben sehr komische Sachen gemacht. zu einem flauschigen und lustigen Ereignis versammelt haben. Ja, ist auch sehr lustig. Es hätte besser laufen können, aber auch viel schlechter. Die Gäste haben gemeinsam eine passable Summe Simoleons für die Ranch gespendet. Ist ja nicht so, als hätten wir es nötig. Vielleicht haben die Tiere eine Belohnung für die Bemühungen verdient? Nein. Doch, unsere Tiere kriegen immer das Beste. Ja, die Hälfte der Gäste sind jetzt aber verängstigt. Danke, Beverly. Kann die Noir überhaupt noch nicht mit Papa plaudern, sonst fragst du ihn um Rat. Nee, wir können nicht mehr aufsteigen. Ausreiten geht nicht. Ja, dachte ich mir schon, wenn die schwanger sind. Und kannst du sie hier noch üben lassen? Nein, nur der Castiel. Mach das mit dem Castiel. So, der Castiel übt jetzt auch noch ein bisschen Sprünge. Ich würde nämlich gerne. Du musst die Ziege irgendwie aufwecken. Ich will, dass Valencia nämlich dann noch auf ein Turnier geht, sobald die Pferde soweit sind und sie auch. So, sie putzt jetzt noch die Ziege und dann ist der komische Tag ja auch schon wieder zu Ende. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge sehr gefallen. Es geht nächstes Mal weiter und ja, wir werden uns ein bisschen mit der Nektarherstellung befassen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut euch gerne noch andere Videos an. Ich habe inzwischen jede Menge produziert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.